Servus und willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und recht herzlich willkommen heiße ich auch unsere neuen Abonnenten hier auf dem Kanal. Schön, dass ihr jetzt auch mit dabei sein wollt und keine Folge mehr verpassen hier. EA Sports PGA Tour. Und ich freue mich natürlich auch immer über jedes Däumchen und über jeden Kommentar. Und in einem Kommentar stand zum Beispiel vom Wolperdinger, dass er gerne wissen möchte, wie man denn jetzt eigentlich sein Spieler und sein Equipment levelt. Darauf möchte ich heute in dieser neuen Folge Wissen to Go eingehen und zuvor folgende Informationen, die ganz wichtig sind, um auch ein bisschen das Grundprinzip hier des Belohnungssystems zu verstehen. EA hat auf jeden Fall zugesagt, dass man im Prinzip alles im Spiel sich erarbeiten kann. Es gibt natürlich In-Game-Käufe, die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, mit denen man dann eben schneller auch an Material herankommt. Aber schneller ist immer hier relativ, weil einfach ist es nicht. Komme ich gleich noch dazu. Das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist, was ihr euch merken müsst, es spielt keine Rolle, was er für einen Schläger kauft. Es geht hier nur ausschließlich um die Optik. Also wenn wir jetzt hier in den Store gehen und gucken uns bei Equipment einfach mal die Schläger an, dann habt ihr hier Titleist-Schläger, Callaway oder Srixon. Aber wenn ihr auf diesen Schläger geht, dann gibt es hier keinerlei Level oder irgendetwas. Das geht hier rein um die Optik. Die Schläger zu leveln passiert woanders. Und das Dritte, was wichtig ist, was man auch ein bisschen verstehen muss, ist, dass ihr einen Teil eurer Punkte auch wieder zurückbekommen könnt. Zum Beispiel beim Level vom Spieler selber, was seine Fähigkeiten angeht. Die Skill Points, da kann man also wieder die Punkte ein bisschen umverteilen. Wenn man dann doch merkt, dass er vielleicht mehr Power braucht als vielleicht im kurzen Spiel. Und da kann man was tun. Das geht hier so bei den Schläger-Fitting oder beim Schläger-Ausrüsten so nicht. Worauf müssen wir jetzt achten? Und ich gehe jetzt hier speziell heute in dieser Folge auf das Equipment ein, wie ihr eure Schläger eben entsprechend pimpt. Und ich wiederhole es nochmal, welcher Schläger das ist, also vom Aussehen spielt überhaupt keine Rolle. Was wir brauchen, sind die Specs. Und diese Specs, dafür braucht ihr diese Reward Points. Und diese Reward Points, die könnt ihr euch eben, wie gesagt, erspielen, entweder in der PGA Academy oder mit diesen entsprechenden Tournaments. Und diese Specs kann man sich auch erspielen, aber eben ausschließlich, so wie ich das jedenfalls bis jetzt gesehen habe, in den Tournaments. Also, das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Weekly Tournament gehen und schauen uns das mal hier an, welche Rewards ihr hier bekommen könnt, dann seht ihr, hier gibt es jede Menge Reward Points, mit denen ihr Specs kaufen könnt oder diese Specs selber. Und die gibt es dann auch in verschiedenen Farben. Warum das so ist, da kommen wir auch gleich dazu. So, wir gehen nochmal in den Store und zu den Specs. Hier seht ihr also, gibt es verschiedene Specs und zwar in verschiedenen, ja, ich sag mal Preisstufen und Farben. Was jetzt wichtig ist, sind zwei Punkte. Erstens mal, diese Specs gelten immer für eine Schlägerfamilie. Wir haben also hier die Hölzer, Wedges, die Iron, die Eisen, dann haben wir hier drüben den Driver. Wofür es keinen Spec gibt, das ist der Putter. Den kann man überhaupt nicht leveln, das werden wir dann auch später sehen. Was man aber auch leveln kann, das ist zum Beispiel der Ball. Also, den Ball und die Schläger kann man leveln, alle Schläger bis auf den Putter, den nicht. So, wenn ich das auch richtig gesehen habe, wechseln auch diese Specs immer regelmäßig durch. Oder wenn man welche gekauft hat, so wie ich. Und auch da muss ich sagen, habe ich schon mal wieder ein bisschen für euch was ausprobiert. Und ja, einen kleinen Fehler gemacht vielleicht, auch in der Denke. Und deswegen mache ich das ja, damit ihr diese Fehler nicht macht. Oder in Anführungszeichen, ihr wisst, warum ich oder wie man das dann vermeiden kann. Also da komme ich dann gleich dazu. Auf jeden Fall wichtig, diese Specs sind immer für eine Familie, also hier zum Beispiel für die Hölzer, Holz 3, Holz 5. Und dieses Spec ist ein Recovery Spec. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe,
dann pusht er vor allen Dingen den Wert Recovery. So, dann kommen wir jetzt gleich mal dazu, was diese vier Werte bedeuten, weil das ist natürlich auch ein bisschen wichtig. Man muss ja wissen, was hier Sache ist. Und da gehe ich auch gleich auf den ein oder anderen Kommentar ein. Natürlich der Power-Wert ist klar, je mehr Power, desto weiter kann ich mit diesem Schläger schlagen. Und das ist natürlich hilfreich, gerade bei den Hölzern, aber natürlich auch bei den Eisen, damit ich zum Beispiel ein paar 5 wirklich mit dem zweiten angreifen kann. Und natürlich, je mehr Power ich habe, desto eher kann ich dann auch einen Schläger zurückgehen. Und je mehr ich zurückgehen kann, desto eher kann ich natürlich bei so einem Schläger auch wieder Spin draufkriegen. Also Power, ganz klar, logisch, erklärt sich, glaube ich, von selber. Jetzt ist aber der Unterschied, oder jetzt muss man wissen, was heißt Accuracy und was heißt Control. Da ist es natürlich ein bisschen, ja, da kann man ein bisschen vielleicht durcheinander kommen. Accuracy heißt natürlich oder soll heißen die Genauigkeit des Schlages. Also, das heißt, je höher dieser Wert ist, desto seltener wird der Schlag abweichen. Das heißt, nach links oder rechts abhauen. Das heißt einfach, ihr habt den Schlag nicht ordentlich durchgeführt, ihr kamt nicht sauber mit der Schlagfläche an den Ball und deswegen fliegt er halt nicht genau in die Richtung, wie er soll. Ja, das kann natürlich auch bedeuten, dass ihr zum Beispiel den Ball nicht mit 100% getroffen habt und deswegen auch der Ball kürzer ist. Also mit Accuracy ist letztendlich die Konstanz auch gemeint, dass der Ball immer dorthin fliegt, wo er hin soll. Mit Control ist jetzt letztendlich gemeint, dass ihr auch die Kontrolle über den Ballflug gewinnt. Also, je mehr Control ich habe, desto eher wird der Ball auch wirklich die gedachte Kurve fliegen. Je höher dieser Wert ist, desto eher fliegt er wirklich einen Fade oder einen Draw. Genauso steigert ihr normalerweise auch mit Control den Backspin. Das heißt, mit diesem Wert erreicht ihr, dass der Ball eher so fliegt und den Backspin hat wie in der Realität. Das heißt, mit einem niedrigen Control-Wert hat der Ball in der Regel nicht so viel Backspin. So, und Recovery, das betrifft natürlich die Lagen, die ihr nicht haben wollt. Also Bunker, Rough, also schlechte Balllagen. Und wenn ihr aus diesen schlagen müsst, dann bedeutet ein hoher Recovery-Wert, dass der Ball auch wirklich dorthin fliegt, wo ihr ihn haben wollt. Also der ein oder andere wird es vielleicht schon mal beobachtet haben, dass wenn ihr aus dem Bunker schlagt, dass dann doch vielleicht der Ball sehr weit rechts oder links von eurer Ziellinie landet. Und das liegt daran, dass ihr einen schlechten Recovery-Wert habt. Also mit einem entsprechenden Recovery-Wert wird der Ball genauer fliegen, aber auch die Länge machen. Denn wenn ein Ball im Rough liegt, dann wird er in der Regel immer kürzer fliegen und hat auch deutlich weniger Spin, als wenn er natürlich auf dem Fairway liegt. Also das die Punkte, weshalb man versucht, diese Werte natürlich zu pushen. Und natürlich wird man versuchen, alle Werte zu pushen, um natürlich ein besseres und präziseres Spiel hinzubekommen. Aber das ist eben nicht mit allen Specs so gegeben. Diese günstigen grünen Specs, die pushen in der Regel immer nur einen Wert. Wir gehen vom Grundwert von 25 aus. Das ist immer der Wert, den ihr eure Schläge habt im Back. Wenn ihr sie einfach ohne Specs habt, dann ist das 25. Und dann seht ihr, hier kriege ich Power einen Wert von 55 und die anderen Werte werden etwas leicht gesteigert um 3 Punkte. Gehe ich jetzt hier auf einen blauen, dann habe ich auch wieder einen hier Accuracy, deutlich gesteigerten Wert. Die anderen sind aber auch schon ein bisschen mehr gesteigert, von 25 auf 38. Nehme ich dann hier den, was ist das für eine Farbe? Pink. So, dann steigert sich hier der Wert auch bei den anderen und wir haben Accuracy jetzt einen Wert von 75. Das Beste sind natürlich immer die goldenen und gerade diese benannten, wie hier Jordan Spieth Wedge Spec, der hat natürlich dann überall sehr, sehr gute Werte. Deswegen auch 18.000 Reward Points und die muss man sich jetzt erstmal erspielen. Okay, also das dazu zu den Specs als solches und wie wählt ihr die aus und welche nehmt ihr? Also, immer darauf achten, jeder Spec gilt immer für eine Schlägerart. Also Wedges, Iron, Driver. Und je teurer natürlich das Spec ist, desto mehr pusht er einen Wert, aber eben die anderen Werte auch etwas. Hier haben wir zum Beispiel auch für den Driver einen Recovery-Spec und der pusht halt den Recovery-Wert von dem Driver um 65. Ob man den jetzt eigentlich wirklich braucht, weiß ich nicht. Also wo ich jetzt bei einem Driver Recovery habe, okay, also halte ich jetzt nicht für so notwendig. Die 9000 kann man sich sparen. Das zu den Specs, aber wie kriegt ihr jetzt die Specs auf eure Schläger? Dazu
müssen wir jetzt oben im Menü auf Golfer und dann gehen wir in Equipment. Und jetzt ist auch wichtig, dass ihr wissen müsst, ihr habt 5 Bags. Und ihr könnt jedes Bag anders ausstatten. Das heißt, ihr könnt in jedes Bag andere Schläger reinmachen. Und dafür ist ja die rechte Seite wichtig, das Yardage Breakdown. Hier seht ihr, wie weit eure Schläger schlagen. Also ich habe jetzt hier ein Eisen 4, das schlägt 213 Yards. Im Optimalfall. So, dann habe ich hier ein Eisen 6, 191. Jetzt kann ich dieses Eisen für sich mal austauschen. Das heißt, ich kann sagen, anstelle von diesem Eisen möchte ich eigentlich ein Hybrid. Ja, machen wir das vielleicht anders. Hier oben haben wir ein Holz 3 und hier habe ich ein Eisen 3. Und jetzt kann ich sagen, Change Club. Und jetzt würde ich sagen, okay, ich möchte hier eigentlich lieber ein Hybrid. Und jetzt sehe ich, hier gibt es verschiedene Hybrids mit verschiedenen Längen. Und dann kann ich mir das anders zusammenstellen. Und dann würde ich mir ein Hybrid in dieses Bag packen. So, Bag. Ja, eigentlich will ich jetzt hier gar nichts selecten, sondern ich will eigentlich zurück. Okay, nehmen wir mal ein Hybrid 3. So, und jetzt sieht man auch, dass er das auf der rechten Seite geändert hat. Das heißt, ich habe jetzt anstelle in diesem einen Bag, in meinem Bag 1, habe ich jetzt anstelle von dem Eisen 3, habe ich jetzt ein Hybrid 3. Nehme ich also ein anderes Bag, dann habe ich wieder ein Eisen 3 mit 222. In diesem Bag habe ich ein Hybrid 3 mit 236. Also, der Punkt ist der, ihr könnt euch jetzt 5 verschiedene Bags zusammenstellen, was euer Equipment angeht. Wenn ihr jetzt euer Equipment habt, dann könnt ihr hier natürlich die Specs draufpacken. Und wie kriege ich die drauf? Das mache ich über Edit Club. So, und hier kann ich jetzt das Aussehen meines Schlägers ändern. Dann habe ich hier zum Beispiel den Schlägerkopf, den Schaft oder den Griff. Aber ich wiederhole hier nochmal an der Stelle, hat lediglich auf das Aussehen eine Auswirkung, aber nicht auf die Fähigkeit. Das müsst ihr hier drüben machen bei Club Spec. Und das ist jetzt genau der Punkt, wo ich jetzt hier ein bisschen einen Denkfehler hatte, denn ich habe jetzt gedacht, diese Dinger hier würden kumulieren. Das tun sie nicht. Ihr müsst es auswählen. So, das hier ist der Standardwert. Das wäre dann 25. Und so. Genau. So, das heißt, ich habe jetzt für dieses Eisen 6 einen Wert von 25. Das ist der Standardwert. Und jetzt müsste ich mich entscheiden, will ich für dieses Eisen mehr Accuracy, also Genauigkeit, oder mehr Power. Und dann würde ich das hier auswählen. Und das Interessante ist jetzt ein bisschen, dass man jetzt hier auch die Möglichkeit hat, für den Schläger gleich im Prinzip einen anderen Loft auszuwählen. Da müsst ihr jetzt aufpassen, weil wenn ihr da jetzt auf Equip drauf drückt, dann ändert sich hier auch automatisch der Schläger. Ihr seht ja drüben 193 Yards. Und jetzt könntet ihr das hier entsprechend ändern. Wenn ihr auf Back geht, dann sollte eigentlich nur der Haken dran sein und dann ist der Schläger entsprechend ausgestattet. Jetzt prüfen wir mal, wie das aussieht mit dem Eisen 7. So, das Eisen hat immer noch 193 und das Eisen 7, da gehen wir jetzt mal drauf auf Edit, gehen dann wieder rechts rüber auf Clubs Back und sehen, der hat diese Ausstattung nicht. Wir müssen also bei jedem Eisen das jetzt entsprechend machen. So. Aber diesen Club Spec haben wir jetzt nur für die Eisen. Und ganz wichtig, das Pitching Wedge gehört auch zu den Eisen. Die Wedges mit Gradzahlen davor, das sind die Wedges. Also hier bitte nicht durcheinander kommen. Das Pitching Wedge, da würdet ihr auch auf Edit gehen, auf Club Spec, und hier könnt ihr diesen Spec auch verteilen. So. Wenn ich jetzt also auf das Wedges gehe und auf Edit, dann werdet ihr sehen, dass es hier keinen Spec gibt. Mit R2, da könnt ihr jetzt durchwählen, dann könnt ihr euch die Specs anschauen, die ihr im Prinzip habt. Bei Iron habe ich jetzt diese 2 Specs und beim Driver habe ich jetzt diesen Spec. So, warum hatte ich jetzt vorhin einen
Denkfehler. Also wie ich schon sagte, ich kann also hier diese Specs nicht kumulieren, sondern ich muss dann wirklich gucken, dass ich ein Spec bekomme mit einer anderen Farbe, um dann eben hier mehr Spec oder mehr Power oder mehr einen höheren Wert zu haben bei Accuracy und Control. Aber was ich natürlich machen kann, ich kann natürlich verschiedene Backs ausstatten. Ich kann natürlich sagen, Back 1, da will ich Eisen haben mit mehr Power. Und im Back 2, da will ich dann Eisen haben mit mehr Accuracy. Je nachdem, was ich für einen Platz spiele. Also rein theoretisch würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Linkskurs spiele, wo ja die Grüns unheimlich ja, hart sind und der Ball schnell drüber rollt, dann vielleicht mehr Accuracy. Wenn ich natürlich einen Platz spiele, wo ich Länge brauche, wo ich einfach weiß, der Platz ist lang und um im zweiten Schlag aufs Grün zu kommen, brauche ich mehr Power, dann würde ich halt ein Back nehmen mit mehr Power. Also, ihr merkt schon, das Ganze ist jetzt ein bisschen schon diffiziler und ich kann natürlich mich hier jetzt auch mehr auf die Plätze einstellen, wenn ich das entsprechende Equipment habe. Und man muss sich da mit Sicherheit auch ein bisschen einarbeiten, denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel ja auch noch auf das Eisen 6 gehe und ich sage hier Edit, so, dann, ja, wo ist jetzt mein Spec? Achso, klar, ich muss ja jetzt rüber, hier ist mein Spec und ich gehe jetzt hier auf Power, dann habe ich, Augenblick, ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert, Eisen 6 zeigt mir 191 Yards an. Ah, okay. Also, Edit. Ich gehe rüber. Ja, dann hatte ich hier... So, ich habe nämlich jetzt hier interessanterweise 228 Yards. Da habe ich vermutlich mal was falsch eingestellt. Denn, wenn ich jetzt hier wieder drauf gehe auf 191... Nee, er behält die 228, weil er durch Accuracy tatsächlich weiter fliegt. Das finde ich jetzt interessant. So, Eisen 7 mit 181. Jetzt hat er 181, weil ich jetzt hier ein Eisen 7 drin habe. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ich habe jetzt hier auch im Prinzip jetzt nur einmal vor und wieder einmal zurück, weil die Anzeige stimmt auch manchmal nicht. So, ich habe jetzt hier im Prinzip zwei Eisen 7 mit unterschiedlichen Längen und Yardages. Einmal mit 181 und einmal mit 179. So, da werden wir schauen, dass wir das wieder zurückstellen, weil ich möchte ja da eigentlich ein Eisen 6 drin haben. So, mit Accuracy. Und dann nehmen wir hier wieder das Eisen 6. So, gehen raus. Und jetzt hat er mir wieder ein Eisen 6 hier in das Bag gepackt mit 191. Ja, also ihr merkt schon, da muss man ziemlich aufpassen und ziemlich genau hingucken, was man tut. Aber die Message, die ich euch hier vermitteln möchte, soll einfach sein. Wichtig, das Aussehen spielt keine Rolle. Ihr müsst Specs verteilen. Wichtig, die Specs können nicht kumuliert werden. Und wichtig, ihr könnt die Specs auf eure Eisen verteilen, indem ihr dann eben verschiedene Bags euch zusammenstellt und diese fünf Bags dann halt eben entsprechend zusammenbaut. Ich wollte noch mal ganz kurz hier unten zeigen. Putter, Edit. Und dann seht ihr, hier gibt es keine Specs. Ihr könnt lediglich das Aussehen entsprechend ändern, aber hier gibt es keinen Spec. Beim Ball gibt es einen Spec, den man dann draufsetzen kann. So. So, und das allerletzte möchte ich noch sagen, ist natürlich hier das Thema Copy. Wenn ihr sagt Copy Back, dann könnt ihr praktisch alle Schläger und die ganzen Specs auf ein anderes Back kopieren. Wenn ihr das wollt. Ihr könnt dann aber auch sagen Paste to all Backs. Also, das heißt, dann könnt ihr wirklich dann in alle Backs das gleiche reinpacken. Ist aber natürlich dann die Frage,
Warum? Weil eigentlich macht es Sinn, je weiter man eben später ins Spiel kommt, sich verschiedene Bags zusammenzustellen, um dann auch eben verschiedene Möglichkeiten zu haben vor der Runde. Also, ob ich dann zum Beispiel auch noch ein Eisen oder beziehungsweise ein Holz 5 mit ins Bag nehme oder ob ich mehr Hybrids mit ins Bag nehme, das kann ich dann eben alles entscheiden oder auch die Wedges. Entscheidend ist, ihr dürft halt maximal nur 14 Schläger mitnehmen und aus diesem Potpourri von Schlägern Equipment müsst ihr halt auswählen, was ihr ins Bag haben wollt. So, ich hoffe, das Ganze war jetzt nicht zu verwirrend. Letztendlich ist es, wie es ist. Es ist etwas kompliziert und man muss hier wirklich ein bisschen aufpassen, wie man sich hier ausstattet und wie man sich hier entsprechend pimpt. Aber nichtsdestoweniger hoffe ich, dass ich euch hier ein bisschen habe weiterhelfen können. Wenn noch Fragen sind, dann bitte gerne in die Kommentare schreiben und ich versuche diese zu klären für die Zukunft. Gar keine Frage. Ansonsten, wenn euch das Ganze geholfen hat, würde ich mich über ein Abo freuen oder auf jeden Fall über ein Däumchen. Bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich mit einem Tschüss, Cheerio und wünsche euch wie immer ein schönes Spiel.